kleines Mini-Video. Mich hatte immer bei der Sportglide hier die schwarze Abdeckung, den Hitzeschild gestört. Und erst überlegt, den Originalen eben zu entlacken, zu verchromen. Oder ich hatte auch mal die Miller-Anlage dran, die auch super gut aussieht. Aber jetzt hier halt nochmal das OEM-Outfit. Da hat er einen Tipp gegeben, dass hier die Screaming Eagle Chromabdeckung passen würde. Ja, und sie passt natürlich, wie gesagt, mit dem Slashcut und der geraden Kante jetzt nicht ganz optimal, aber insgesamt finde ich den Eindruck gar nicht schlecht und damit eigentlich eine recht günstige Lösung auch, wenn sie jemandem nicht gefällt, man trotzdem noch bereit ist, den OEM zu fahren.